Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Heute geht es um ein Gremium von ARD und ZDF, im Speziellen um das ZDF und die Neutralität von ARD und ZDF, denn die ist vorgegeben und es gab auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2014 über den sogenannten Fernsehrat des ZDF, den wir hier symbolisch aufgeklebt sehen an der Wand. Und ich nehme es vorweg, die roten Zettel, die sind alle sehr staatsnah. Und was lernen wir aus dem Urteil von 2014? Nur ein Drittel dieser 60 Personen sollen höchstens staatsnah sein. Das sind ein paar mehr Zettel, die hier rot sind und staatsnah. Und da hört es nicht auf bei diesen Personen, denn es gibt weitere Personen, die man auch als staatsnah bezeichnen kann, wenn sie ständig mit der Politik zu tun haben. Jetzt muss man das alles vor dem Hintergrund sehen, dass soziale Medien bekämpft werden durch die Regierung. Es werden Videos runtergenommen von YouTube. YouTube will jetzt die Algorithmen ändern, dass jetzt manche Meinungen unterdrückt werden, alles von der EU und der deutschen Bundesregierung ausgehend. Wir sind hier bei ARD und ZDF. Könnte man sagen, okay, es gibt ja noch andere etablierte Medien. Ja, es gibt ganze drei Komplexe. Das ist der Springer Verlag mit Print und ja, Beteiligungen an Fernsehen. Dann gibt es den Bertelsmann-Bereich, ja, da ist RTL dabei und mit vielen Printmedien auch. Das alles aufzuzählen ist ein eigenes Video, mindestens ein Video für sich. Und dann gibt es noch den Burda-Verlag. Also es ist alles schön leicht strukturiert und wenn man da die Fäden ziehen will, dann kann man auch die Fäden ziehen. Es ist alles schön, ja, steuerbar, könnte man sagen, ja. Das Demokratieverständnis des Fernsehrats des ZDF zeigt sich, dass man die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, welches ausdrücklich mitgeteilt hat in einem Urteil, wie man ein Fernsehrat auszugestalten hat. Ja, da zeigt sich eindeutig, was man davon hält. Nichts. Ich werde es gleich im Anschluss nochmal Mitglied für Mitglied durchgehen, ja, was hier alles im Fernsehrat sitzt. Und das ist nicht der einzige Punkt, die Demokratienähe. Diese oder Ferne. ARD und ZDF wollen der Bevölkerung, so wurde uns ja mitgeteilt, in Sachen Demokratie erziehen. Gleichwohl hören wir, wie ich in einem Videobeitrag erläutert habe oder kommentiert habe, hören wir am 15.01. im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass man das Wahlverhalten überwinden müsse. In einem Gespräch mit Justizministerin Barley. Diese Aussage kam von der Moderatorin von ARD und ZDF. Kein Aufschrei, keine Korrektur, nichts. Ja? Und dann habe ich noch entdeckt, in diesem Fernsehrat, da sitzt einer, der hat einen Vortrag gehalten bei einer Organisation, die von sich sagt, der Sozialismus ist nicht nur eine Zukunftsaufgabe. Ein weiterer Fernsehrat hier sitzt und ist von einer örtlichen Religionsgemeinschaft, welche seit Jahren ständig vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Sitzt hier drinnen. Ja, ob die jetzt selbst irgendwie eine Ausrichtung haben, weiß ich nicht. Sind aber komisch, seltsame Gegebenheiten. Ja. Das ZDF weiß genau, was es tut oder tun sollte.
oder? Denn auf der Seite, wo die ganzen 60 Leute abgebildet sind mit Namen und so weiter, es wird alles hier unten in der Videobeschreibung zu lesen sein, auch zu verteilen sein und zu verbreiten sein, dieses Video. ZDF sagt, der Fernsehrat hat 60 Mitglieder, ja, fast 59, einer ist nicht nominiert, aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Gesellschaftliche Gruppen, verschieden, nee. Sie bilden die Vielfalt der Gesellschaft ab. Auch nicht. Also das steht auf zdf.de. Der Fernsehrat wird auf 4 Jahre gewählt, so auf Wikipedia, und überwacht die Einhaltung der Programmrichtlinien. Und jetzt zum Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2014. Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, verlangt für die institutionelle Ausgestaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine durchgehende Orientierung am Grundsatz der Vielfaltsicherung und eine konsequente Begrenzung des Anteils staatlicher und staatsnaher Mitglieder in den Aufsichtsratsgremien. Wie gesagt, alle roten Zettel hier sind Politiker. Ja, ich werde das hier gleich nochmal einzeln aufdröseln. Dann geht es weiter. Der ZDF-Staatsvertrag genügt diesem Maßstab nur teilweise. Das sagte man vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich zu diesem Gremium 2014. Entgegen der derzeitigen Rechtslage ist der Anteil staatlicher und staatsnaher Personen im Fernseh- und Verwaltungsrat auf 1/3 zu begrenzen. Also das dürften eigentlich nur 1/3 sein, also höchstens 20 Personen staatsnah. Vertreterinnen und Vertreter der Exekutive dürfen auf die Auswahl der staatsfernen Mitglieder keinen bestimmenden Einfluss haben. Soweit das Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Und jetzt Schlag auf Schlag im Einzelnen. Ich nenne die Namen nicht, kann aber auf spezielle Anfrage meine Liste mit den Namen für weitere Recherchen Einzelner auch zur Verfügung stellen. Was ich zur Verfügung stelle, ist jetzt Folgendes, nämlich die Funktionen dieser Personen hier. Ich habe das hier aufgeschrieben, 1 bis 34 Politiker. Ja, und über den Rest spreche ich gleich noch. Also 1. Der erste ist Senator in Hamburg. Politiker, oder? Ja. 2. Der ist in einer Kommission im Bundestag. Ist der staatsnah? Ich glaube schon. 3. Sachverständiger im Bundestag. Der hat auch, so wie der eben noch, eine eigene Seite auf bundestag.de. Habe ich nicht. Person 4. Staatsrat Bayern. Okay. 5. Kreisrat. 6. Minister. 7. Landtag. 8. Stellvertretender Ministerpräsident, also ehemaliger Politiker definitiv. 9. Mitglied des Bundesrates. Dann haben wir einen SPD-Parteivorstand. Okay. Dann gibt es einen Herrn in der Senatskanzlei. Okay. Auch staatsnah. 12. Ich versuche etwas schneller zu machen. Ortsvereinsvorsitzender der SPD. 13, ehemaliger Bundesminister, 14, deutscher Politiker und Lobbyist laut Wikipedia, 15, Ministerpräsident AD, 16, Vorsitzender einer Partei in einem Land, also ein Landesvorsitzender, dann Oberbürgermeister einer Stadt, dann Ministerialbeamter, dann 19, deutsche Politikerinnen und deutsche politische Beamten, 20 Staatssekretär, wir sind immer noch hier auf der Liste, 21 nochmal Staatssekretär, 22 Landesvertretung eines Landes, 23 Staatsminister, 24 Leiterin einer Arbeitsgruppe im Bundestag, schon staatsnah, oder? 25 Reden auf dem Bundesparteitag einer aktuell regierenden Partei. Ich glaube schon, dass das staatsnah ist.
Und das ist ja nicht nur einmal, dass die da aktiv sind. Und 26. Sie ist Mitglied im Landtag bis 2016, steht hier. 27 Bundesminister AD, 28 Bürgermeister AD, 29 Staatssekretär, 30 Bundesminister, 2018 habe ich hier aufgenotiert, 31 deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter, 32 politische Politiker, 33 laut Wikipedia, 33 Auftritte bei, ständige Auftritte bei Parteiveranstaltungen, ja, in der Bundesfraktion einer, auch einer Regierungspartei in einem Bundesland, ja, Experte in einem Land, 34, okay, und jetzt haben wir die, das waren jetzt die 34, kann man vielleicht bei dem einen oder anderen, ja, das ist doch kein Politiker, hä? Jetzt die anderen drei sind Gewerkschafter. Was ist mit den Gewerkschaftern? Die reden ständig bei irgendwelchen Bundesversammlungen der Mitglieder und Delegierten. Ja, auf den Bundesversammlungen. Die sollen nicht staatsnah sein, einer Regierungspartei. Die sollen da nicht staatsnah sein, wenn die ständig irgendwelche Reden halten und sich ständig in die Politik einmischen und ständig sprechen mit den höchsten Politikern Deutschlands. Die sollen nicht staatsnah sein. Okay. Einer davon ist selbst aufgetreten und hat die Koalitionsverhandlungen kommentiert auf Phoenix. Und der andere ist Berater im Landtag eines Bundeslandes. Das soll nicht staatsnah sein. Hier, ich rede noch zusätzlich zu denen hier, die drei auch auf den orangenen Zetteln. Und dann gibt es noch Leute, die sind in Staatsbetrieben. Einer Bank, die in Bundesbesitz ist. Ja, dann gibt es natürlich auch die ganzen, einen Professor, ja gut, der ist Beamter, auch Politiker eines anderen Landes war er jetzt zum Beispiel, okay. Und dann gibt es noch einen, der ist mit Lobbyismus beauftragt und hat hier ständig mit Politikern zu tun. Ja, natürlich, da kann man natürlich auch argumentieren, ja toll, okay, ist nicht staatsnah. Und jetzt kommen die ganzen Kirchen, die Religionsgemeinschaften. Und bei den Religionsgemeinschaften wissen wir ja ganz genau, okay, die äußern sich ständig zur Politik und sie sind Auftragnehmer der Politik. Sie sind Auftragnehmer, denn sie haben Wirtschaftsorganisationen, sie haben starke wirtschaftliche Interessen. Ja, es ist so. Ich habe das nicht erfunden, das ist so. Die haben starke wirtschaftliche Interessen und das ist ja nicht nur das Einzige. Sie treffen sich ständig mit den höchsten Politikern. Sie mischen sich nicht nur ein, sie treffen sich auch tatsächlich. Das heißt, sie werden auch empfangen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Also der eine aus seiner Religionsgemeinschaft ist Verbindungsstelle zum Landtag, ausdrücklich Verbindungsstelle, kann überall nachzulesen. Der andere trifft sich mal mit Angela Merkel. Dann gibt es einen, der ist in einer Organisation, aus der ständig religiösen Organisation, die ständig, aus der ständig Mitglieder rekrutiert werden für staatliche Organisationen oder staatlich finanzierte Organisationen. Ja, und dann haben wir noch, wow, so fast richtige, unabhängige, staatsferne Leute. Und das sind ganze 12. Ganze 12 von 60, wobei einer noch nicht mal nominiert ist. Also der kann dann auch Politiker sein wohl, ja. Das ist jetzt meine Analyse, meine ganz persönliche Analyse. Ja gut, ob jetzt der eine dort oder dort den Mandat verortet, ja. Aber das Bundesverfassungsgericht, das hat doch ganz klare Vorgaben gemacht. Ja, wie kann das sein, dass man die hier nicht einhält? Ja, also ich verstehe das nicht. Ja, also wenn man jetzt hier die ganzen Politiker sieht, die werden da wahrscheinlich alle drauf hinwirken, dass man in der Gemeinschaft quasi da im Fernsehrat alle möglichst staatsfern ist. Ich stelle mir das gerade so bildhaft vor oder versuche es mir vorzustellen, es gelingt mir irgendwie nicht. Ja, also so viel zur
angeblichen Staatsferne im Fernsehrat des ZDF, die, und jetzt kommt meine Wertung, die ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes völlig ignorieren. Und darauf, ich möchte hier sagen, spucken und darauf treten. Das möchte ich so formulieren, denn mit welcher Arroganz man auch auftritt und sagt, man würde die Demokratie geradezu fördern, ja, wenn man auf die sozialen Medien schimpft und selbst derartiges veranstaltet hier. Nein, das ist nicht demokratisch. Und die ganzen Beispiele, die es gibt. Das Ganze hat System. Und dieses System sehen wir hier zum Beispiel in diesem Fernsehrat. Ja? Ich hatte letzthin auch Werbung gemacht für eine Webseite eines Betreibers, Olaf Kretschmann, den ich persönlich nicht kenne, aber den ich hier noch einmal fördern möchte. Gehe auf die Webseite rundfunk-frei.de und trage dich ein. Es geht darum, einen Volksentscheid zu erreichen in einem der 16 Bundesländer, um dieses System zu knacken. Soweit erstmal. Es war heute etwas länger, aber ich denke informativ. Danke.